Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu unserem Weltraumprogramm hier in Kerbal Space Program. In der letzten Folge haben wir ein paar Punkte gesammelt und die ersten Wissenschaftsbereiche freigeschaltet. Und heute wäre mein Plan der erste Flug in die höhere Atmosphäre, dadurch, dass wir Druckbehälter freigeschaltet haben. Die Rakete bleibt eigentlich komplett gleich. Haben wir was Neues freigeschaltet im Bereich Wissenschaft? Ja, genau! Der Druckbehälter, oh mein Gott, der Druckbehälter wird so viele Punkte mehr geben. So, jetzt ist das sozusagen unsere ganze Abteilung für Bremsen. Was mir jetzt wichtig wäre, dadurch, dass ich gerne auf Sicherheit bei so sitze, die Bremsfallschirme, ne? Zwei Stück von denen hätte ich gerne an der Rakete, nicht, ja, zwei. So, und die starten wir vor dem Hauptfallschirm. Die sollen uns nur runterbremsen, mehr nicht. Wir müssen jetzt hier ganz kleine Umbauten vornehmen, vor allem hier im Hitzebereich. Wo ist denn die Hitze? Ein 25er Hitzeschild entwickeln. Babam. Bam, 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 bam. Und dann kommt hier noch ein kleines Teil hin. Schauen wir, wie weit wir kommen. Ich will diesen großen Booster hier unten dran setzen. Der bringt uns nochmal 600 ms pro Sekunde. Und dann natürlich die Slive. Alter, hier einmal einen Vorratscontainer in klein. Auf der anderen Seite kommt der Druckbehälter hin. Der hält uns dann ein bisschen noch am Leben, falls irgendwas passiert. Die Sachen haben wir alle verbaut. Kommunikation brauchen wir. Hat einen kleinen Kommunikator. Der tut nie weh. Das ist sehr groß halt, ne? Boah, ja. Kopplung hat man alles, das passt auch alles. Beine brauchen wir noch nicht. Einmal durchschauen, ich verliere nicht immer wieder die Übersicht gerne bei sowas. Das ist auch alles okay, das ist auch alles okay. Neue Antriebe kriegen wir ja hier in dem Bereich nicht. Structures haben wir ein paar, aber okay. Dann würde ich sagen, ist das die Urisiris V1.5. Die erste Rakete, die es mit uns eigentlich in den höheren Weltraum schaffen sollte. Speichern, überschreiben. Ich tue mir doppelt speichern klicken. Ich fühle mich dann immer sicherer, weil ich habe schon geschafft, dass ich einmal meine Rakete nicht gespeichert habe. Und es war nicht so schön zu wissen, dass die Rakete weg ist. Ja. Nee. Nimmt jetzt eh alles noch auf den richtigen Sachen auf. Wenn jetzt nicht das Lautste. Ja, muss schon passen. Ich hoffe es, ansonsten, ich muss es dann nochmal nachschauen. Als Mikrofon sollte sich nicht geändert haben, ansonsten habe ich echt ein Problem. Okay, Leute. Ah, nee, stopp. Bevor wir hier irgendwas machen, bevor wir starten. Das vergesse ich so oft. Alles hochfahren an Wissenschaftssachen, die wir jetzt haben. Vor allem auch dich hier. Wahrscheinlich, der braucht ewig lang, aber sammelt halt viel Punkte. Also mit dem muss man echt öfters mal rausgehen. Ich glaube, er zieht halt auch dementsprechend, weil das ist ein Impressometer. Bringt zwei Punkte. Aber wir wollen ja in den Weltraum. Jebediah freut sich schon, in unseren Weltraum zu kommen. Deswegen würde ich sagen, 3, 2, 1, take off. Wir sollten hier auch immer mehr MS dazu kriegen. 300. 3000, 300, 200, 500, 600, 800. Geschwindigkeiten sind sehr flott. Oh ja. Die kappeln und hochfahren. Schauen wir mal, wie hoch wir kommen. Anschauen. Das Pro-Modul findet noch nichts Neues, wie es ausschaut. Haben wir gestoppt? Läuft. Jetzt hat. Wie schaut es aus mit unseren Lebenserhaltungssystemen? Das können wir ja auch irgendwo sehen. Hier. Food hält für 30 Tage, Wasser für 26 Tage, Oxygen für 50 Tage. Und wir schicken hier auch schon Daten jetzt gleichzeitig wieder zurück, das ist der Vorteil. Das heißt, dass es gedownloadet wird, du zeichnest die Lagebewertung der Crew auf. Übermitteln mit 680 Bit pro Sekunde. Wir schießen hoch, wir schießen hoch. Und jetzt sind wir es. Außerhalb der Atmosphäre. Wie hoch schießen wir? Wow, okay. Das war unerwartet. Aber, oh, scheiße.
Nee, das hätte ich jetzt aber echt nicht erwartet. Ausblenden wir mal hier was. Körpereigenschaften, Temperatur, ja. Nominell atembar, ja. Lichtabsorption 37%, Gamma. Das sind so viel Infos, mehr wie früher. Innere Gürtel, äußere Gürtel. Magnetosphäre. Jetzt steigen wir halt, ne? Und in diesem Zeitpunkt sammeln wir halt tonnenweise Daten, die für uns sehr wichtig sind, weil die uns halt dementsprechend viel Punkte geben. Ihr seht eh schon, nur noch 70% verfügbar. Aber wir sammeln hier halt doch viel. Und dadurch, dass wir eine Antenne mit haben, kann die gleichzeitig die ganzen Daten wieder nach unten schicken. Ich weiß nicht, ob man das schon irgendwo sieht. Ich kann jetzt sozusagen die Übermittlung wieder zurück deaktivieren. Und das ist so eine Sache, warum jetzt zum Beispiel auch ein gutes Netz neben den Probe Cores, die ja eine Dauerverbindung für Kerbin brauchen, einen Sinn ergeben, weil wir so die Daten dauerhaft übersenden können und unsere Rakete weiter verwenden können, auch wenn sie voll rein theoretisch wäre. Dann landen wir wo, warten eine Zeit und die ganzen Systeme übertragen die Daten nach Hause. Was sehr praktisch wird, zum Beispiel beim Mann, wenn man sagt, okay, man fliegt mit einer Dosis immer weiter, tut dort Bodenscans, alles machen, sendet es direkt zurück nach Hause und kommt dann erst wieder. Aber ich würde sagen, wie hoch sind wir denn? Sind wir am höchsten Punkt schon? Wir sind sehr weit oben. Und wir haben genug Lebenserhaltungssysteme dabei. Ein kleiner EVA wird uns schon nicht starten. Und vor allem der hier bringt 10 Punkte pro Sekunde. Was natürlich genial ist. Diese 10, das ist für uns der Schlag nach oben, den wir brauchen. Sind wir eigentlich im Weltraum Tiefgrasland? Kerbin im Weltraum Tiefgrasland. Also gibt's, meine, gibt's da für jeden? Ich finde sogar, wie die Rakete sich jetzt dreht. Hui! Ich will jetzt auch nicht verschnellern, weil ich Angst habe, dass er mir wegfliegt. Mir ist schon einmal ein Körbel abgehauen in den Weltraum. Das tue ich nicht nochmal. Aber sind es eh nur noch 4 Sekunden. 4, 3, 2, 1 und back on board. Wir senden jetzt mal das Endstück weg. Koppeln uns ab, um ein bisschen Abstand zu kriegen. SS aktivieren und gegenläufig. Da sieht man jetzt, wir wechseln gerade die Richtung. Und hier sieht man es gut. Hier werden die Daten gerade wieder weggesendet. Das sind 8 Credits wert. Oh, holy shit. Ah, das ist der Weltraum, das ist der EVA-Bericht. Im Weltraum tief. Ah, scheiße, ich drücke da den falschen Button. Was ist denn nicht Weltraum tief jetzt zum Beispiel? Das wäre interessant zu wissen. Warte mal, Map. Ich habe eine Kleinigkeit vergessen. Ich muss immer wieder die Daten hier Daten hier hinsenden, ansonsten macht er nichts. Jetzt nimmt er wieder nicht Daten auf. 10 Punkte wurden überschritten. Und jetzt kommen wir zurück in die Atmosphäre. Und das wird jetzt ein interessanter Zeitpunkt. Jetzt heißt es, ob wir überleben oder nicht. Ob Jeb es wird. Wir sind nicht mal so weit weg. Geil. Ja, wir fliegen auch in die Richtung. Jeden Moment treffen wir, sind in der ersten Atmosphärenschicht. Das wollte ich sagen, jeden Moment treffen wir auf die Atmosphäre auf. Jetzt kommt's Feuer. Wir sind nicht relativ flott unterwegs. Jetzt bremsen wir hart ab. Ich warte nur darauf, dass ich die Bremsfallschirme aktivieren kann. Bremse runter, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Das muss klappen. Bremsfallschirme raus. Das ist jetzt schon aufgekommen. Holy shit. Bremsfallschirme sind raus. Hauptfallschirm geht auch raus. Ich glaube, wir machen gerade echt viel Punkte. Das habe ich nicht mal geschafft bis jetzt in meinen ganzen Tests. Da sind wir keine der Crew-Berichte. Habe ich die noch nicht aktiviert? Doch, das läuft noch alles. Sind wir eigentlich voll? Nee, wir haben noch voll viel verfügbar. Bin erstaunt. Jetzt gehen die Bremsfallschirme auf, die uns ja wiederum Zeit geben, damit wir alles speichern können. Ne? Das müssen wir auch wiederum so sehen. Es gibt uns Zeit, schon auf 1000 Metern Höhe. Ja, der startet aber heute. Ah, nee. Wollte schon sagen, der startet aber heute früh. Aber das hilft uns halt, weißt du, die Zeit zu kriegen, um unsere ganzen Daten zu übermitteln oder auch zu generieren.
Tun wir eigentlich noch? Ja, da generieren wir noch ordentlich Daten. Genau, auf seinen Messungen des atmosphärischen Drucks der Umgebung. Mal Daten hier hinsenden. So, 80 Meter noch. 50. 40. 30. 20. 10. Touchdown. Und jetzt werden nochmal Daten generiert. Aber bevor wir da hier irgendwas machen, machen wir wieder ein EVA. Und wir können den EVA-Bericht noch machen. Nein, der ist noch nicht ganz fertig. Zack, 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 noch mit Gas geben. So. Jetzt greifst du wieder. Gehst an Bord, mein Freund. Und dann schauen wir mal, was er jetzt uns Schönes bringt. Ah, wir haben hier noch ein paar Daten. Wir lassen warten mal weiter, bis es so wirklich so weit ist, dass der Strom uns ausgeht. Fast leer. Ich bin gespannt. Das ist jetzt echt spannend. Wie viel Daten wir jetzt bekommen haben. Oh mein Gott. Das müssen Tonnen sein. Wir waren davor gleich bei punktgenau 10. Wenn wir jetzt bei 30 oder 40 sind, dann drehe ich ein Rad. Das waren die Daten nochmal, die wir gerade gehabt haben. 52! Holy shit. 11? Ah, nee, das sind wahrscheinlich die anderen, die wir davor gesendet haben, sind schon weg. 11 haben wir gerade mitgenommen. 8 haben wir für die Landung bekommen, allein dadurch 19. Insgesamt 40 Wissenschaftspunkte. Aber überlegt mal, es sind Tonnen. Bedeutet, wir können jetzt rein theoretisch in Stabilität gehen und dorthin. Oder rein theoretisch können wir sogar das nehmen, ne? Da kriegen wir nämlich nochmal einiges. Aber ob das so schlau ist, ist die Frage. Experiment Return Unit. Bedeutet, die kann man abkapseln und wieder wegschicken. Da kriegst du nicht viel dazu. Strommäßig. Aber... Ich glaube, dafür braucht man eine bessere Taktik. Das wäre auch cool, weil es sind natürlich Verbesserungen im Stabilisationssystem. Aber ich würde trotzdem sagen, wir nehmen erstmal die wichtigsten Sachen und schalten die hier frei. Weil danach die Luftfahrt ermöglicht es uns, oder ermöglicht es uns insgesamt, einen sehr tiefen Flug über die komplette Insel zu machen. Wodurch man halt sozusagen sowas machen kann, wie ich sagen würde, ich fliege eine Zeit einfach mal, tu ein bisschen einsammeln und schicke dann sozusagen die Daten wieder zurück und wir haben noch ein bisschen was wieder auf Lager. Das würde ich dann mal sozusagen, das wäre so dieser Teil, wo ich sage, okay, da mache ich was privat immer wieder auch. Grundlegende Forschung hier, wie gesagt, das hier wird so einer der wichtigsten Punkte sein. Vor allem die größeren Solarmodule dann, wenn wir unterwegs sein wollen. Ein Controller könnte auch ganz interessant sein. An welchem Punkt können wir eigentlich anfangen? Ah, hier. Das Teil hier wird für uns sehr interessant. Der Orbital Construction Dock. Wenn wir den haben und im Orbit haben, können wir im Weltraum unsere ersten Raketen bauen. Bedeutet, wir können größere Maschinen bauen, die wir oben lassen können. Wir können die Basis selbstständig ausbauen lassen. Und ab dem Zeitpunkt will ich Richtung Mond irgendwann anfangen. Also sobald wir sozusagen diese Schiene hier erreicht haben, Docking und alles drum und dran, weil Docken wird auch eine wichtige Sache natürlich spielen, dass wir dann Richtung Mond gehen, dort eine Bodenbasis vielleicht etablieren können und dann uns langsam Richtung Tiefen des Weltalls aufmachen. So ungefähr wäre der Plan. Hier ein riesen Hitzeschild, 10 Meter Landebasis. Da gibt es so viel, oh Gott, oh Gott. Feldforschung. Moment, Basketball? Golfclub? Was geht hier schief? Ein Taco, eine Gitarre. Davy Kermans Guitar. Mobilitätsverbessernder Kelsus. What? Es gibt so viele Sachen, die ich selbst noch nicht kenne. Aber hier sind halt diese Habitation Modules und alles drum und dran. Rescue Mapper, okay. An entire level rescue mapping instrument that works well at low orbit altitudes. For only scans.
Over a very narrow while uses a moderate amount of power. Kenne ich nicht mal, okay. Aber das ist halt doch, da kommst du weit. Hier gibt es noch ganz viel Antriebe sogar später. Hier Plasmatriebwerke. Wir haben hier noch so viel zu erforschen. Ja. Aber jetzt halt erstmal wieder zurück zu the business. To the old business, würde ich mal sagen. Denn wir haben noch nicht mal hier eine Karte von Kerbin. Wir müssen sowas auch mal in die Wege dann leiten. Und das muss in der Zukunft passieren. Problem halt, ohne Strom nichts gehen. Und ohne Sonnen, Solar kommen wir auch da nicht weiter. Bedeutet, ich würde sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge tun wir noch ein paar Punkte sammeln. Und ja, ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.